Das NMP-Pediküre-Set wird geöffnet und die hygienischen Einwegutensilien werden herausgeholt. Danach wird das aus dem Pediküre-Set herausgeholte Einwegtuch ausgelegt und es wird mit der Pediküre begonnen. Falls notwendig, sollten die Nägel zuvor gekürzt und mit der Einwegnagelfeile aus dem Set gefeilt werden. Nach dem Feilen wird die Nagelhaut mit dem Einwegholzstäbchen zurückgeschoben. Die Fußsohle wird mit sterilisiertem Wasser besprüht und mit dem Einwegtuch abgetrocknet. Mit der NMP-Fußstahlfeile wird die Fußsohle gefeilt. Der NMP-Pediküre-Strumpf wird sorgfältig angezogen und die Nägel kurz einmassiert. Das wird der Reihe nach an allen Nägeln durchgeführt. Das Keratin in dem NMP-Pediküre-Strumpf verhindert Nagelbrüche und Risse und fördert somit das gesündere Wachsen der Nägel. Der Strumpf wird an der Fußspitze geöffnet und hochgeschoben. Die überschüssige Creme wird mit dem Einwegtuch weggewischt. Danach wird der Hautnagel mit dem Holzstäbchen zurückgeschoben. Nach dem Zurückschieben der Nagelhaut wird diese mit einer vorher desinfizierten Nagelschere geschnitten. Nach der Nagelhautentfernung wird der Strumpf ausgezogen und die überschüssige Creme in die Haut einmassiert. Somit ziehen die Wirkstoffe aus dem Strumpf in die Nagelhaut ein. Dadurch wirkt die desinfizierende Eigenschaft des Copaiba-Öls. Das im Strumpf enthaltene Copaiba-Öl schützt vor Bakterien, Pilzkrankheiten und vor schädlichen Umweltfaktoren. Zusätzlich verlangsamt das Vitamin E im Strumpf die Hautalterung und das Oraya verleiht einen Paraffineffekt, welches die Haut befeuchtet. Durch die Anwendung des NMP-Pediküre-Sets können Sie mit einer Anwendung drei Behandlungen decken: Pediküre, Fußpflege und Keratintherapie. Nach der Pediküre ist es nicht notwendig, die Nägel mit Alkohol zu reinigen. Die natürlichen Stoffe, die das Produkt beinhaltet, haben keinen negativen Einfluss auf die Lackierung. NMP-Pediküre wirkt bereits ab der ersten Anwendung und verleiht weiche, gesunde, gepflegte Füße.